Moin Leute von heute, was geht ab? Hier ist es am Start für euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Call of Duty Ghost Informationsvideo. Erstmal zum Anfang, mein letztes Gameplay, also die Geheimtarnung. Falls ihr das noch nicht ausgecheckt habt, könnt ihr das gleich nochmal machen. Ich blende das nochmal kurz hier links für euch ein. Hab mich sehr gefreut, dass es über 60 Likes schon mal bekommen hat von euch. Das ist richtig super klasse von euch. Macht auf jeden Fall weiter so und ich hoffe, dass ihr auch in diesem Video wieder ein paar Likes da lasst. Auf jeden Fall kommen wir erstmal zu den neuen Informationen. Bisher wussten wir ja schon, dass das erste Map Pack neue Waffen beinhaltet und 4 neue Karten. Aber was wir noch nicht wussten, wie das ganze Map Pack im Ganzen heißt und wann es überhaupt rauskommt und so weiter. Aber das erzähle ich euch jetzt. Auf jeden Fall, der Name des Map Packs heißt Onslaught und das erste Map Pack wird am 28. Januar nächsten Jahres erscheinen. Die Information habe ich von einem anderen YouTuber, der Twinson heißt. Der hat sich spezialisiert auf Map Packs Veröffentlichungen und so weiter. Auch interessant zu wissen ist natürlich, dass es nicht nur eine Waffe geben wird, wie wir es aus Black Ops 2 kannten. Da kam ja ein Map Pack raus und danach kam kein DLC mehr raus mit einer neuen Waffe. Auf jeden Fall ist es in Ghost so, dass es immer wieder neue Waffen geben wird. In jedem Map Pack wird es eine neue Waffe geben. Ich zeige euch jetzt schon mal die erste Waffe, also wie sie ausschauen wird. Das könnt ihr in diesem Bild sehen. Den Namen weiß ich leider noch nicht von dieser neuen Waffe. Also es wird ja in jedem Map Pack jetzt eine neue Waffe verfügbar sein. Aber diese Waffe habe ich noch nicht rausgefunden, wie der Name ist. Aber das hole ich auf jeden Fall im nächsten Gameplay nach. Es werden also 4 neue Multiplayer-Karten sein. Eine neue Waffe wird auch verfügbar sein. Plus eine neue Extension-Map. Also wenn ihr die Namen nochmal wissen wollt, checkt auf jeden Fall das Gameplay, was ich hier nochmal kurz einblende. Checkt das nochmal aus. Da habe ich die Maps alle aufgezählt. Dann gibt es noch eine Frage an euch. Ich hätte mal gerne gewusst, was für Maps ihr euch wünscht. Ob ihr euch lieber wieder so eine kleinere Map wünscht oder ob euch die gefallen, also die Maps, die jetzt momentan vorhanden sind in Call of Duty Ghost. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare reinschreiben, das interessiert mich sehr. Und dann würde mich noch interessieren, ob ihr euch die Map Packs einzeln kauft, um erstmal abzuwarten, wie die Maps so werden, ob sie klein sind und euch gefallen. Oder ob ihr euch den Season Pass gekauft habt. Vielleicht kauft ihr euch aber auch gar keine Map Packs und auch gar keinen Season Pass. Das alles würde mich interessieren, um das mal so ein bisschen zu vergleichen, so wie die Szene momentan ist. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ich muss jetzt auch gleich wieder los, denn wir zocken momentan den Clan Wars Mode. Und da kann man ja auch wieder schöne neue Sachen freischalten. Das alles will mein Team natürlich auch haben. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn es wieder heißt, yes, ist am Start für euch mit neuen Infos. Den Clan-Modus habe ich natürlich auch schon erklärt, das könnt ihr auch nochmal auschecken. So viele Sachen auf meinem Channel, also abonniert für mehr. Wir sehen uns, haut rein, bis dann. Erfolgreich, das war ein guter Tag.